Herzlich willkommen bei uns hier im Flair Hotel Reuner. Ich bin Daniel Reuner, führen das Haus schon immer sehr erfolgreich. Und gleichzeitig bin ich 2012 als Flairkoch des Jahres gekürt worden. Und dadurch ist Topfgucker TV auf mich aufmerksam geworden. Und seitdem haben wir eine schöne kulinarische Zusammenarbeit. Mein Traumberuf, Koch, ich konnte mir nie was anderes vorstellen. Ne? 2015 dann die erste Videoproduktion mit Topfgucker TV. Und das sind immer so ganz spannende Sachen für einen Koch, ne? Immer wieder neue Dinge zu erleben. Das macht den Beruf des Kochs so schön. Wir arbeiten mit Leuten zusammen, wo es Spaß macht. Und wir freuen uns natürlich auch, diese lange Zeit auch mit Topfgucker zu verbringen. Das ist immer schön, wenn man sieht, wie die Entwicklung geht und wie sie weitergeht. Wie wäre es denn, wenn ihr auch mal ein Rezept macht? Und ja, da habe ich jetzt nicht lange überlegen müssen. Ja, und was mich natürlich sehr, sehr bewegt, die Information habe ich bekommen. Bei Topfgucker TV liegt nach wie vor und das unangefochten mit rund 350.000 Klicks. Also das ist eine Zahl, die kann man sich manchmal ganz schwer vorstellen. Käsespätzle auf der Nummer 1 der Rangliste der angesehenen oder downgeloadeten Rezepte. Ja, herzlich willkommen hier im Romantikhotel Deutsches Haus und Gratulation an Topfgucker. Wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen zum ja, jetzt mittlerweile dritten Mal und freuen uns auf eine schöne gemeinsame Zeit mit vielen tollen Leckereien, die wir präsentieren und auch vorkochen können. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber du zählst zu den beliebtesten Köchen. So, was ist das Geheimnis? Sag du es mir. Ich muss schon noch ein paar Jahre arbeiten, also nicht mehr ganz 20, aber ihr könnt mich gerne begleiten so lange. Jetzt haben wir hier unsere schöne Vorspeise und wir wünschen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Und wenn Sie mal keine Lust zum Kochen haben, kommen Sie uns besuchen im Hotel Alt-Weimar mit dem Restaurant Andreas Scholz. Wir freuen uns auf Sie. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.